So, da sind wir wieder. Diesmal in der Disziplin Sportklettern. Sonic wird jetzt fit gemacht für die Olympischen Spiele. Das Diskuswerfen war ja zum Schluss dann nochmal ein kleiner Erfolg. Aber es ist ja nur die Trainingsphase, weil der Story-Modus kommt ja noch. Ich muss euch etwas gestehen. Ich mag Klettern. Also mich faszinieren so Kletterhallen und so Kletterwände, so wie wir sie hier gerade sehen. Aber ich habe tierische Höhenangst. Toll, ne? Deswegen Klettern. Klettern gehört neben Surfen, ist das eine meiner Lieblingssportarten, Sportdisziplinen. Abgesehen von Splatoon natürlich, das wissen wir ja alle. Und deswegen, ich liebe also dieses Klettern. Ich habe ja Sonic bei den Olympischen Spielen ja schon mal gespielt, wo es rauskam. Jetzt, hier habe ich jetzt, oh je, hier steht ja Tokio 2020, also es ist mindestens 3 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Habe ich euch ja schon erklärt. Und man muss diese Haltegriffe anpeilen. Und natürlich, je kleiner, desto schwieriger ist es, sich daran festzuhalten. Und man kann auch natürlich abrutschen und runterfallen. Ich sehe gerade, Sonic ist gar nicht gesichert. Sonic braucht es nicht. Er ist ja ein super Sonic. Und Klettern mag ich. Ich mag das Klettern. Das sieht wirklich schön aus. Man muss ja, wenn man richtig in echt klettert, man muss ja diese ganzen Sicherungen und Halteseile dann an sich dran haben und sollte auch ein Lehrer, Lehrerin dabei haben, wo einem das auch richtig zeigt. Aber Klettern finde ich faszinierend. Mir gefällt das. Ich hätte ja mal die, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich hätte ja mal die Gelegenheit gehabt zu klettern, wo ich noch studiert habe an der Hochschule in Stuttgart. Grüße gehen raus an die HFT. Da waren ja so verschiedene Freizeitmöglichkeiten für Studenten möglich. Und ja, wir haben es auf den 3. Platz geschafft. Bei Sportklettern hier ist es in der vorgegebenen Zeit soll man so hoch wie möglich kommen. Und ja, immerhin, die Bronzemedaille, darüber kann man nicht meckern. Also mir gefällt's. Ich find's super. Nein, auf jeden Fall, da war tatsächlich auch die Möglichkeit gewesen zu klettern in der Kletterhalle und auch dann bei einem Ausflug ins Freie, in die Mutter Natur oder Vater Natur, muss man jetzt heutzutage ja auch sagen, ja. An echten Bergen, aber das war mir dann doch zu, also da habe ich dann doch zu viel, ja, ich sag's ganz ehrlich, Angst gehabt, weil die Höhenangst, die kickt ja schon rein. Wobei, wenn man so etwas hat wie Höhenangst, man soll sich, wenn man trotzdem so etwas machen will, sich dem Ganzen stellen, weil es kann einem ja nichts passieren. Also, klar, man kann abstürzen und pipapo und tralala, aber es kann dir ja nichts passieren. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt wirklich mal was richtig Böses passiert. Aber es ist natürlich eine realistische Angst. Anders als zum Beispiel die Angst vor Spinnen, weil die meisten Spinnen oder fast alle oder gar keine in Deutschland können jetzt ihr wirklich was tun. Aber wenn du eben von einem hohen Gebäude oder von einer hohen Wand runterfällst, dann kannst du dir halt wirklich was tun. Und das ist halt so ein bisschen. Aber die hier, seht ihr? Abgerutscht. Aber wir werden nicht ganz runterfallen, sondern am letzten Checkpoint praktisch. Und diese kleinen roten Haltegriffe, die sind natürlich die schwierigsten. Aber es geht nicht darum, die schwierigsten Griffe, also dass es dann irgendwie Punkte gibt, sondern es geht nur um die Meter. Und die kann man ja auch durch die einfachen großen Griffe erreichen. So, noch 2 Sekunden, das schaffen wir noch. Ja, 17 Meter. Na, 4. Platz. Leider das Siegertreppchen verpasst. Auf Platz 1 Silber. Habe ich das richtig gesehen, dass Silber für die Ukraine geklettert ist gerade? Habe ich das jetzt richtig gesehen, die richtige Flagge richtig gesehen? So, und weiter. Ich glaube, ich mache mehr wie 3 Runden, weil es macht so viel Spaß. Also, es macht wirklich Spaß. Es hat was Beruhigendes. Ich glaube, wenn ich mit dem Olympischen Spiele-Thema durch bin, weil der Story-Modus sollte der Abschluss sein, werde ich vielleicht so zwischendurch Videos machen, wo ich verschiedene Charaktere, meine Lieblingssportarten so mal random nochmal machen lasse.
Aber wie gesagt, ich weiß, die Knuckles oder Tails-Fans unter euch werden jetzt sagen, hey, ich will auch mal meinen Lieblingscharakter hier mal klettern oder surfen sehen. Ich weiß, aber ich sehe halt am allerliebsten Sonic dabei zu. Das ist wirklich... Das habe ich, glaube ich, beim Dreisprung- und Diskuswerfen-Video schon gesagt. Ihr könnt ruhig auch in die Kommentare schreiben, ob es irgendwelche Sportarten gibt, wo ihr hier seht, wo ihr selbst privat, also in echt, macht. Das würde mich mal interessieren, ob wir hier Kletterer oder Diskuswerfer oder Surfer oder sowas im Zuschauern haben. Ich will jetzt nicht von einer Community sprechen. Oder hat man automatisch eine Community, wenn man YouTube macht? Ach, keine Ahnung. So, 18,73 Meter haben wir geschafft. Und immerhin, im dritten Platz, Silver ist richtig gut. Silver ist ja richtig gut. Es sind dieselben wieder auf dem Tiger-Treppchen wie vorhin. Und eine Bronzemedaille, ja, sehr schön. Also mich freut's, mir gefällt's. Und Sonic gefällt's anscheinend auch. Und weil es so schön war, nochmal... Oh. Apropos Community, unter dem Video, das ich über Destiny Cast gemacht habe, hat jemand geschrieben, ja, bitte werd du unser neuer Splatoon-YouTuber, das wäre mir natürlich eine absolute Ehre. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass jetzt die Destiny Cast Community oder ehemalige Community von ihm jetzt zu mir alle kommen sollen oder müssen, also macht ruhig euer Ding, so wie ihr das wollt. Splatoon wird zwar das Hauptspiel hier auf dem Kanal bleiben, aber ich will natürlich auch andere Spiele ausprobieren, die hauptsächlich eher auch in die Richtung, was ihr jetzt gerade seht, so Sport und Fun und aber auch Science Fiction und ja, Horror Fantasy mal gucken. Ich werde es Jahreszeiten abhängig machen. Ich weiß noch nicht, ob ich Horror und Fantasy auf den Extra-Kanal packe oder ob ich alles einfach hier lasse. Ihr könnt ja mal mir sagen, wie euch das lieber gefällt oder besser gefallen würde. Ja, mal gucken. Aber wir sind jetzt hier beim Klettern und das hat irgendwie was Beruhigendes. Also ich mag das irgendwie. Es ist so entspannend. Man muss mit diesen Controllern hier links oder rechts das anpeilen, dann in dem Moment, wo die Hand auf dem Kletterelement ist, dann A drücken und dann hat man es. Und ja, wieder einen dritten Platz erreicht. Ich bin zufrieden. Goldmedaille wäre natürlich mega. Es sind wieder dieselben. Also Knuckles und Silver sind auch richtig gut im Klettern. Das ist die dritte, oder ist das schon die vierte? Ne, die dritte Bronzemedaille. Stark. So, das war's vom Klettern. Weiter geht's dann mit Surfen, aber in einem gesonderten Video. Das war's. Kip Supernova over and out.